Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit einem Rückblick von vor einem Jahr. Wir schauen uns gemeinsam die Neuzugänge aus April 2020 an und welche Bücher davon schon gelesen sind, beziehungsweise welche noch auf dem Sub liegen. Ich habe im März das Video nicht gedreht, kann aber nachreichen, dass ich hier noch zwei Bücher offen habe, die nach wie vor auf dem Sub sind. Zum einen Tage wie Salz und Zucker und die schönste und traurigste Nacht meines Lebens, glaube ich. Ich habe mir da nur so Notizen gemacht, die ich jetzt im Nachgang nicht mehr lesen kann, aber das ist ja weiter gar nicht schlimm. Ich führe ja da auch so ein bisschen die Rache des Subs-Liste und möchte ja da auch ein bisschen den Überblick bewahren, ob ich dann im Nachgang die Bücher lese. Es ist bei mir ja nicht so, dass ich irgendwie mir eine Frist gebe oder irgendwie mich bestrafe. Ich glaube, dafür ist dieser Jahresrückblick auch vielleicht ein bisschen zu kurz gefasst, weil es sind ja tatsächlich noch keine so alten Subleichen, aber ich mag diesen jährlichen Turnus einfach sehr gerne. Ich kann jetzt für den April schon so viel sagen, dass 17 Bücher bei mir eingezogen sind. Ja, zumindest steht das auf der Neuzugänge-Liste. Und ich blende euch wie gewohnt das Video ein und sage ein bisschen was zu den Büchern, ob sie gelesen sind oder nicht. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit dem Rückblick. Das erste Buch ist von Beate Rüdyard, das Schäfchensommer, nein, Schäfchensommer ohne der, die, das. Ich hatte von Beate Rüdyard ja den Herzensräuber gelesen, war ja für mich wirklich ein absolutes Highlight und ich habe mich sehr, sehr gefreut auf das nächste Buch von ihr. Habe es jetzt nur noch so okay im Gedächtnis. Ich glaube, wir hatten hier tatsächlich irgendwie eine Schafsfarm und haben hier auch einen Schäfer oder dann eine Schäferin, glaube ich, begleitet und irgendwie ihre Nichte, die so ein bisschen auf Abwege gekommen ist. Und wir haben da so ein bisschen diese Familiengeschichte erlebt, gleichzeitig aber auch so ein bisschen dieses Schafsfarmleben. War irgendwie okay. Ja, ein Highlight, Verity von Colleen Hoover, habe ich gehört, hat mich sehr, sehr überraschend gepackt, gefesselt. Auch wenn es natürlich an mancher Stelle so ein bisschen absurd war, das haben ja einige dann auch kritisiert an Verity oder auch die expliziten erotischen Szenen, aber ich fand das großartig. Mir hat das überraschenderweise viel, viel Spaß gemacht, diese Idee, dass jemand die Geschichte von einer anderen Autorin weiterschreibt, weil diese im Wachkoma liegt und dann ein Tagebuch findet, wo ganze schlimme Gräueltaten drinstehen, wie die mit ihren Kindern umgegangen ist und wie sich dann so ein bisschen dieses Konstrukt stellt. Auch der Ehemann der Autorin, der dann so ein bisschen mit der neuen Autorin, die jetzt die Geschichte übernimmt, so ein bisschen irgendwie flirtet und das auch mal noch so einen Schritt weiter geht, war ein überraschender Hoover für mich. Ich habe damals, glaube ich, nur mal von ihr, weil ich Lakin gelesen und diese Reihe und sonst tatsächlich nichts, weil mich da so nicht mehr so viel angesprochen hat, vielleicht noch ein, zwei andere Bücher. Und dann ist sie ja aber extrem in dieses New Adult gegangen, eben auch mit diesem erotischen Anteil. Hier aber etwas ganz anderes. Dann Der Kaufmann und der Rinpoche. Hier haben wir eine Geschichte aus Tibet und erfahren eben, zwei junge Jungs sozusagen, wo wir eben einen haben, der zum Kaufmann wird, der auch dieses ganze diesen Umschwung in Tibet im Grunde mit dabei ist, diesen auch unterstützt, eben die Befreiung von Tibet durch die Chinesen. Und zum anderen haben wir dann eben den Rinpoche, der eben eher das Klosterleben vorzieht, der Junge, und auch sein Leben im Grunde diesem widmet. Und wie unterschiedlich die Leben dann verlaufen sind, wie sie trotzdem irgendwie zusammenfinden. Und dann besonders spannend fand ich hier, dass wir eben auch auf das Ritual des Totenbuches der Tibeter bezogen eine Geschichte miterzählt bekommen, wie sind da die Rituale. Und das fand ich super spannend, hat mir gut gefallen. Ich mag Bücher mit buddhistischem Ansatz immer sehr gerne und habe das auch sehr gern gelesen. Ja, der Auftakt der Secret Book Club Reihe von Lissa K. Adams. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe hier einen geheimen Buchclub erwartet, wo wir verheiratete Männer haben, die eben Liebesromane lesen, um ihre Frauen besser zu verstehen, um in diesen Dingen eben sich auch einfach so ein bisschen Tipps zu holen. Und ich fand diese Idee großartig. Allerdings wurde ich dahingehend für mich persönlich einfach so enttäuscht, weil es sehr, sehr wenig um diesen Buchclub ging, dass der sehr am Rande war, dafür, dass der eben im Deutschen
Deutschen so titelgebend ist. Habe ich aber gehört, ich fand den ersten Band auch noch ganz gut. Bei Band 2 bin ich dann so ein bisschen ausgestiegen. Von Andrea Sokol habe ich Kann ich selbst, mache ich selbst als E-Book bekommen und habe es auch gelesen. Ich mag ihren YouTube-Kanal sehr gerne, ich folge ihr da sehr gerne, nehme da auch Tipps und Ideen und Impulse so ein bisschen mit. Die habe ich auch in diesem Buch gefunden. Ich fand viele Dinge gerade für den Haushalt super spannend. Was kann man da selbst machen? Wie wirken diese Dinge auch? Es waren auch einige Essensrezepte mit drin, war auf jeden Fall lesenswert. Dann Episode 3 von Adriana Popescu von ihrer 0711 Love Stories. Ich mochte alle Kurzgeschichten von ihr sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob es nach Episode 3 weitergegangen ist. Dann hat sie ja pausiert, weil sie an ihren anderen Projekten geschrieben hat. Ich mochte diese kurzen Geschichten von 80 bis 100 Seiten gerne, weil ich finde, dass Adriana eben auch eine der wenigen Autoren, Autorinnen ist, die ja auch in der Kürze wunderbar erzählen können und wirklich Dialoge schafft, die sich lebendig anfühlen und spannend. Und mir hat dieses Buch, wie auch die anderen Episoden, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich da auf jeden Fall, wenn es mit den Episoden dann mal von ihr weitergeht. Dann haben wir von Stephen Hawking kurze Antworten auf große Fragen, habe ich auch als Hörbuch gehört. Ich habe früher viel, viel, viel von und über Stephen Hawking gelesen und auch Dokumentationen gesehen und war hier auch super neugierig, was es mit dem Buch so ein bisschen auf sich hat. Und er hat eben tatsächlich große Fragen in den Raum gestellt und hat versucht, kurz zu antworten, auch im Sinne, dass es eben jeder versteht, auch jemand, der sich eben nicht den ganzen Tag mit diesen Themen beschäftigt, habe ich in guter Erinnerung. Und von Virginia Vox ist der erste Teil der Rocky Mountain Reihe bei mir eingezogen, und zwar hier das Thema Yoga, und das habe ich abgebrochen. Das war überhaupt nicht mein Hörbuch. Ich habe da wahrscheinlich auch einfach was ganz anderes erwartet. Ich bin einfach kein Fan von Geschichten, wo man so eine Instant-Lust hat und dann geht es nur noch zur Sache, und ich konnte mit diesem ersten Buch tatsächlich gar nicht so viel anfangen. Das ist ja so eine lose Reihe, die eben in den Rocky Mountains spielt. Man hat immer unterschiedliche Pärchen, unterschiedliche Themen. Da gibt es auch welche mit Katzen und Hund und keine Ahnung, was es da alles gibt. Meins war es nicht. Ich habe die Reihe dann auch nicht weiterverfolgt und hatte den dann eben auch abgebrochen. Dann ist von Sophie Kinsella Frage nicht nach Sonnenschein bei mir eingezogen, ist auf jeden Fall auch gelesen und ich glaube leider auch abgebrochen. Ich glaube, das war auch der Kinsella, den ich jetzt erst kürzlich gelesen habe und der mir nicht wirklich gut gefallen hat. Ich mochte die früheren Bücher von Kinsella super gerne, also Sag's nicht weiter, Liebling, Charleston Girl, Kennen wir uns nicht, das waren wirklich so Bücher, die ich super gerne gelesen habe, die auch so meinen Humor getroffen haben. Hier habe ich irgendwie nicht reingefunden und ich glaube auch, dass ich es abgebrochen habe, aber es passiert eben einfach, dass sich der Geschmack vielleicht tatsächlich ändert, auch der Stil von Autorinnen und Autoren verändert und man irgendwie nicht miteinander dann in die gleiche Richtung geht. Von A.J. Finn, The Woman in the Window, ist ebenfalls eingezogen, wurde dann auch im Leseklub, glaube ich, gelesen. War ein überraschend guter Thriller, also hat mich sehr, sehr überrascht, dass mich der so gepackt hat und begeistert hat. Wir haben hier eine junge Frau, die unter einer Störung leidet, die nicht nach draußen gehen kann, die sich mehr oder weniger nur ihrem Haus aufhält und dann eben irgendwie im Nachbarhaus beobachtet, dass eine Frau umgebracht wird. Und hat mir gut gefallen. Oh, hier haben wir nun das erste Buch, was ich noch nicht gelesen habe, von Paulo Coelho, nämlich Brida. Ich habe, glaube ich, jetzt insgesamt 2 Bücher von ihm auf dem Sub und ich kann leider gar nicht mehr sagen, um was es in dem Buch ging. Ich weiß, dass es mich angesprochen hat, dass ich es dann ertauscht habe und weiß auch gar nicht, warum es noch nicht gelesen ist, weil es ist, wie ich das ja sehe, gar kein so dickes Buch. Ich hatte ja jetzt im März ein Coelho gelesen, vielleicht greife ich zu Brida dann einfach im nächsten Monat. Dann von Sandy Docker, das kleine Café der großen Träume ist bei mir eingezogen. Zum einen habe ich das einer lieben Freundin zum Geburtstag geschenkt und habe es im Grunde gleich eingeteilt und habe mir dann eben auch das E-Book geholt und wir haben uns dann im Grunde auch Lesezeit geschenkt und haben das Buch gemeinsam gelesen. Es war, soweit ich mich erinnere, ganz gut. Es hat, glaube ich, in Australien gespielt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. War mal ein anderes Setting, hatte einige Erzählstränge, sowohl von der jungen Frau, die jetzt im
im Grunde das Café führt. Wir haben ein Mädchen, das irgendwie elternlos ist und dann gab es noch irgendeinen Erzählstrang. Hat mich nicht ganz so begeistert wie erwartet, aber war okay. Ja, hier so ein bisschen der Flop von Romy Hausmann, Martha schläft. Große Erwartungen nach Liebeskind, was ich ja wirklich unglaublich gerne gehört habe, was für mich auch ein Highlight war. Ich bin hier nicht reingekommen. Der Erzählstil war verwirrend, war anders, war irgendwie total brrr. Ich weiß, dass dieses Buch auch so ein bisschen unterschiedliche Meinungen hat, dass es Leute gibt, die das gut finden, aber dann eben auch Leute, die das einfach nicht so gut finden. Ich habe es tatsächlich, glaube ich, sogar abgebrochen, weil ich einfach nicht reingekommen bin und ich habe dann schon gehört, dass sich eben gegen Ende oder dann im letzten Drittel irgendwie diese Erzählstränge zusammenfügen und dann auch einen Sinn ergeben. Aber wenn man nicht in eine Geschichte reinkommt, finde ich immer schwierig und meine Lesezeit ist einfach so ein bisschen zu schade für sowas. Ja, Passion on Park Avenue von Lauren Laney war der Auftakt der Park Avenue Trilogie, wenn ich mich nicht täusche. Eine wunderbare Reihe, die ich, glaube ich, über Christine entdeckt habe. Und ich hätte wohl nie anhand des Titels und des Covers zu diesem Buch gegriffen. War aber dann sehr froh, dass ich es gelesen habe. Ich habe die ganze Trilogie gelesen. Wir haben hier drei Frauen, die irgendwie zusammenhängen durch einen Mann, der gestorben ist. Zum einen haben wir die Ehefrau, die längerlebige Geliebte und eben auch die kurzfristige Affäre. Und diese drei Frauen treffen sich auf der Beerdigung und gehen einen Pakt ein und sagen sich so, wir passen jetzt aufeinander auf, wir fallen auf so einen Mann nicht nochmal herein. Und das ist so der Auftakt der Reihe, spielt eben in New York City und hat mir großen Spaß gemacht. Also es waren eben auch diese drei Frauen, die ganz unterschiedlich waren und auch andere Geschichten so ein bisschen hatten und fand ich richtig toll. Und da ist die Steffi jetzt geswitcht. Ich frage mich gerade warum, aber das hat sie uns wahrscheinlich im letzten Video irgendwie erzählt. Aber spannend, so wie unterschiedlich man so in einem Video aussehen kann. Von Adriano Popescu ist Drüber Schreiben eingezogen, ein Schreibübungsbuch, was ich richtig cool fand. Habe die Übungen sehr gerne gemacht, auch wenn ich jetzt nicht vorhabe, ein Buch zu schreiben oder irgendwie fertig zu schreiben, aber ich mochte die Übungen sehr gerne und ich weiß, dass mich das Ringbuch dazu inspiriert hat, dann mein Buch der Bücher auf den Weg zu bringen, also mein Büchertagebuch, weil ich dieses Format so cool fand. Ich habe dann Adriana auch angeschrieben gehabt, ob sie mir sagen kann, wo sie das hat machen lassen und so weiter und sie so lieb war, mir geantwortet hat und ich mich dann eben daran orientiert habe, als dann mein Buch sozusagen, also mein Buch der Bücher in Arbeit gegangen ist und in Entwurf und Ähnlichem und ich mochte das Ringbuch sehr gerne. Ich finde das nach wie vor super praktisch, wenn man eben was hereinschreibt, weil man sowohl auf der rechten wie auf der linken Seite gut schreiben kann, weil man es umlegen kann, weil man es nicht aufgeklappt irgendwie liegen haben muss. Ist bearbeitet worden und hat zu weiteren Inspirationen gefunden. Und mein Buch der Bücher findet ihr immer in der Infobox. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt und da vielleicht irgendwie was sucht, fühlt euch frei. Dann Cottage im Sommer, mein Cottage im Sommer von, kann ich gerade den Namen nicht lesen, ist leider ein bisschen hell, Mensch, hat die Steffi aber da letztes Jahr, Viola Shipman, das Cottage im Sommer, irgendwie so. Ich weiß, dass ich das, glaube ich, entweder ertauscht habe oder als Mängelexemplar gefunden habe, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und ich weiß, dass mich dieses Cover mit dem Hund so angesprochen hat. Und ich glaube, es ist ein Mängelexemplar wahrscheinlich, wenn ich so drauf zeige. Habe ich gelesen, fand es, glaube ich, wenn ich das so in Erinnerung habe, auch ganz schön. War, glaube ich, dann eine Sommergeschichte, zu der ich gegriffen habe. Und ich weiß, dass Viola Shipman definitiv ein Pseudonym ist. Auris 2, eine Geschichte von Vincent Cliche, inspiriert von Fitzek, habe ich gehört. Ich weiß, dass ich aber den zweiten Teil nicht mehr so spannend fand wie noch den ersten Teil, wo wir ja einen Polizisten haben, der eben das unfassbare Gehör hat, wirklich am Sprechen und Ähnlichem, am Atmen erkennen kann, wie könnte der Mensch dahinter aussehen und so auch Fälle löst. Und wir haben ja hier eine Podcasterin, die eben über True Crime Fälle berichtet und eben auch auf den Fall von ihm dann gestoßen ist. Ich weiß, dass mittlerweile auch schon der dritte Teil da ist. Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht sicher, ob ich den zweiten zu Ende gelesen habe oder gehört habe oder dann irgendwie dachte, das ist doch nicht meins. Ich bin mir gerade ziemlich unsicher. Ich weiß, dass er mir nicht mehr so gut gefallen hat wie Band 1.
Ich aber Vincent Cliche wie auch Sebastian Fitzek super sympathisch finde und ich eigentlich von Cliche dann auch nochmal irgendwas lesen wollte, aber es bis jetzt irgendwie noch nicht dazu gekommen ist. Ja, es sind einfach zu viele Bücher, zu wenig Zeit und ja, wir haben hier aber ein Hörspiel, das kann man vielleicht noch mit dazu sagen, das eben ja nicht wie das Hörbuch ein Buch vorliest, sondern aus Dialogen im Grunde besteht und man tatsächlich auch gar nicht mehr weiß, als was sich eben dann die Leute auch irgendwie erzählen. So, und das waren sie jetzt auch schon, die Neuzugänge aus dem April vom letzten Jahr. Die Rache des Subs, wie das Format ja unter anderem auch heißt, hat hier gar nicht so streng zugeschlagen. Es ist ein Buch jetzt auf dem Stapel gelandet, was noch nicht gelesen ist. Das finde ich wieder eine sehr, sehr gute Quote und bin tatsächlich immer ganz froh, wenn da nicht so viele Bücher liegen bleiben, weil ich schon manchmal glaube, dass es Gründe gibt, warum Bücher länger auf dem Sub verweilen. Bei Prida kann ich das jetzt nicht sagen, aber es gibt ja durchaus auch bei mir Subleichen, die ein bisschen älter sind und ich glaube, wenn man ganz tief in sich hineinhören würde, würde es schon Erklärungen geben, warum es vielleicht noch nicht gelesen wurde. Aber ja, soweit wollen wir jetzt hier gar nicht gehen. Ein Buch landet auf meiner Liste und möchte ich auf jeden Fall dann in nächster Zeit angehen, damit die Bücher dann eben auch gar nicht noch viel länger auf dem Sub liegen. Und ja, vielleicht kennt ihr ja Prida oder ja, könnt ihr mir gerne ein bisschen vorschwärmen in den Kommentaren oder auch, ja, wie ihr so ein bisschen diesen Blick auf euren Sub, auf eure früheren Neuzugänge werft, das können wir uns gerne in den Kommentaren austauschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.